Guten Tag, der Bormann, der Lehrer aus Berlin. Was mache ich hier? Wo bin ich hier? Ich bin hier im Schlaflabor. Wir sind immer noch auf der Suche nach den Ursachen für meine Herzprobleme. Nun gut, also ich weiß das ja, ne? Also wahrscheinlich geht das alles ein bisschen aus von all diesem Stress, den diese Zeiten so mit sich bringen. Also ich habe heute Abend ein interessantes Gespräch gehabt mit einem Arbeitskollegen und der meinte auch im Prinzip, dass es so, wie es aktuell läuft, nicht läuft. Warum? Weil eigentlich alle Lehrer mehr oder weniger im Burnout landen auf die Art und Weise. Ständig ist irgendein Schüler in Panik, eine ganze Klasse in Panik, eine ganze Klasse weg oder ein Kollege weg, fällt mal hier Unterricht aus und mal dort Unterricht aus und es ist eigentlich nur ein Hühnerhaufen, der so einmal aufgescheucht wird, in die Luft fliegt und sich dann irgendwann wieder setzt. So. Das Dumme ist jetzt, dass ich mit meiner Aufregung, die ich jetzt noch verursacht habe, dadurch, dass ich ein paar Videos ins Netz gestellt habe, diesen Haufen noch mehr zum Flattern bringe, als er sowieso schon flattert. Und das ist natürlich jetzt so ein Gefühl der Überanstrengung und tja, aber die kommt tatsächlich nicht von mir. Auch nicht von meinen Videos. Ich bin seit Monaten dabei, eigentlich aufzuklären und zu sagen, warum das so nicht geht. Und jetzt, wo das nicht geht, da bin ich plötzlich der Buhmann und dann heißt das ja, der hat hier uns den Ärger gemacht. Ich nicht. Denk nochmal nach, wer hat den Ärger gemacht, ja? Also diese Videos muss sich keiner angucken, der sich nicht dafür interessiert. Genauso war das auch gedacht. Weil ihr euch nicht dafür interessiert habt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ihr seid desinteressiert. Das macht auch nichts. Das ist auch völlig okay. Jeder hat das gute Recht, am anderen desinteressiert zu sein. An dessen Meinung. Ja, aber dafür habe ich ja meine Videos, ne? Kann die dann ins Netz stellen und ich kann dann Leute finden, die mit mir meine Gedanken diskutieren möchten. So. Jeder sucht sich irgendwo Menschen, mit denen er diskutieren möchte. Das ist völlig normal. Das ist unser Verhalten. Ja? So. Woher kommen solche Gedanken, wie meine? Die kommen dadurch, dass man sich intensiv mit einem Thema beschäftigt. Ungereimtheiten findet, darauf Antworten sucht und allen Leuten zuhört, die glauben, etwas dazu zu sagen zu haben. Vieles ist dann banal, Quatsch, macht keinen Sinn, passt nicht zusammen. Die Teile fügen sich nicht zu einem großen Ganzen und dann kommt sie weg. Ne? Ganz normal. Viel Kommunikation für ein bisschen Information, was man dann nachher als Essenz des Ganzen gebrauchen kann. Tja. Der Kollege meinte, du kannst ja gar nicht wiederkommen, sondern du hast ja da was angestellt. Ich habe was angestellt. Ich habe kommuniziert, ich habe informiert und ich habe Medien produziert. Und das solltet ihr auch machen. Ja, ernsthaft. Das ist jetzt kein Ulk. Das ist auch keine Verarsche. Das ist unsere Bestimmung, dass wir das tun. Wir haben was zu sagen. Wir sollen den nachfolgenden Generationen etwas mitgeben. Und ich bin so unbescheiden, dass ich einfach für mich in Anspruch nehme, dass ich das auch kann. Das ist kein Quatsch. Wenn es Quatsch ist, dann kann man mir das sagen, aber nicht so Quatsch, sondern ich habe ein Argument. Und zwar dieses oder jenes. Aber dann bitte nicht den Halbsatz aus der Tagesschau gestern, ja, den
Kann ich nicht gebrauchen. Also, damit kann man vielleicht anfangen, okay. Aber dann bitte nicht sauer sein, wenn ich dann gleich drei Sätze zurück sage, was ich mir noch alles angeguckt habe und was ich noch alles gelesen habe und was so nicht stimmen kann und was dann noch hinzukommt und welche Fragen ich noch habe und welche Themen noch interessant sind. Und okay, da kommt immer ein ganzer Haufen bei mir. Aber den kriegt man doch nicht weg, indem man ihn liegen lässt. Also, einer meiner ersten Chefs bei Siemens, der hat mir das mal ganz deutlich gesagt. Als ich irgendwie am Jammern war, es ist so viel. Sagt er, wissen Sie was? Wenn Sie auf dem Bauernhof arbeiten und da ist ein riesen Misthaufen und da muss weggeschaufelt werden, fragen Sie nicht, wo Sie anfangen. Fangen Sie irgendwo an und dann schaufeln Sie und irgendwann ist der Haufen weg. Das sind Lebensweisheiten. Das merkt man aber erst ein Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte später, weil dieser Satz immer wieder kommt, immer wieder kommt, immer wieder kommt. Und man dann merkt, man muss schaufeln, das ganze Leben lang, all diesen Dreck weg. So, und jetzt sind wir mitten im Misthaufen. Jetzt sind wir im Corona-Sumpf. Da drin kann man auch versinken und dann ist man nicht mehr da. So, auch mein Herzleiden ist von dem Kaliber, ne? Tot. Das kann auch kommen. Ich habe heute Abend gehört von Menschen, die Panikattacken bekommen. Das ist ein Riesenthema, was gerade läuft. Es gibt viele Leute, die haben Angst, entweder sich selbst anzustecken oder ihren Nachbarn anzustecken oder überhaupt noch jemanden zu besuchen, weil diese Gefahr besteht. Und wie geht man damit um? Das ist auch ein Thema, das man nur bearbeiten kann, indem man drüber redet. Also das ist kein Thema, was man Frau Merkel überlassen kann. Das ist ein Thema, was diejenigen angeht, die etwas miteinander zu tun haben. Wenn ich jetzt also immer für meine Nachbarin eingekauft habe und jetzt plötzlich Angst habe, sie anzustecken mit Corona, dann müssen die 5 Minuten Zeit sein, das mit ihr zu besprechen. Ob sie denn wirklich Angst davor hat, ob sie das Risiko eingehen möchte, dass wir uns nicht wirklich davor schützen können, dass ein Virus auf uns siedelt. Es ist sogar aus meiner persönlichen Sicht viel schlimmer, wenn diese ganzen biologischen Teilchen nicht da sind. Weil wir sind ein Organismus, der lebt. Ja, wir haben eine Darmkultur zum Beispiel. Wenn da keine Bakterien drin sind und was da sonst noch so alles dabei ist, dann funktioniert die Verdauung nicht. Wir brauchen diese ganzen kleinen Helferchen. Wir sind auch gar nicht in der Lage zu sortieren zwischen, das ist ein guter und das ist ein böser und das ist ein guter und das ist ein böser. Wenn wir uns jetzt tatsächlich abschirmen, ja, so reinsetzen in so einen Glaskasten ringsrum, und da kommt nichts mehr rein. Und dann atmen wir durch so einen Schlauch unsere Luft, gereinigt natürlich so Michael Jacksons Sauerstoffzelt. Wie lange, glauben Sie denn, kann man sowas machen, ohne ernsthaft seinen gesamten Organismus durcheinander zu bringen, ohne sein Immunsystem zu schädigen, ohne darunter dann ein Leben lang vielleicht zu leiden, wenn man Pech hat? Tja, das sind so alles so Gedanken, die mir so kommen und die möchte ich auch besprechen. Und zwar unaufgeregt und nicht aggressiv. Und wenn man dann immer die Kommentare unter meinen Videos liest, manchmal, dann denkt man, ey, was sind das für Leute, die arbeiten da? Also ich mag ihnen das gar nicht sagen, was da manchmal steht. Gott sei Dank löschen die das dann teilweise selbst sofort weg, dass ich das nur in einer E-Mail drin habe. Ja, warum machen die sowas? Damit ich sie nicht anschwärzen kann bei YouTube, ne? So, hier, gemeldet. Guckt euch diesen komischen Typen mal an. Was ist das für ein Troll hier, der hier so einen Mist schreibt? Und dann freuen die sich auch noch drüber. Ihr glaubt gar nicht, wie sich meine Frau gegruselt hat vor einem Kommentar, den sie da gesehen hat, ja? So beleidigend und gewalttätig war der.
Ja, jetzt könnt ihr wieder sagen, ja, warum stellst du die Videos so rein? Weil ich so viel zu erzählen habe. Und ich unterhalte mich gern, weiß ja auch jeder. Und ich kann mich eigentlich nicht erinnern an irgendwelche Unterhaltungen, die jetzt wirklich total unangenehm waren. Nein, ich habe mich immer gerne mit allen unterhalten. Und wenn Unterhaltungen an einen Punkt kamen, wo sie dann tot waren, naja, dann ist man auseinandergegangen, ne? Eigentlich können wir das. Würde ich mir auch wieder wünschen. Aber dieses Jahr ist wirklich für den Eimer. Warum? Genau das, was man mir vorwirft, ne? Dass ich irgendwie unvorsichtig vielleicht gewesen sein könnte irgendwo in der Schule, ist tatsächlich nicht der Fall gewesen. Ich bin ziemlich direkt vor dem Unterricht gekommen, mit einer OP-Maske in den Unterricht reingerannt. Dort war keine Maskenpflicht. Brauchte ich keine tragen, habe meinen Unterricht gemacht. Gleich wieder raus über den Flur, OP-Maske, zack, rauf aufs Fahrrad, weg. Ich war ja kaum in der Schule. Ganz selten mal ein Stündchen mehr, wenn eine Besprechung da war. Ansonsten habe ich den Kram zu Hause gemacht und war okay. Tja. Und jetzt hocke ich hier und muss mir anhören, dass ich an allem schuld bin. Ah, bin ich nicht. Bin ich nicht. Niemals. Ich habe mir überhaupt nichts vorzuwerfen. Das ist die Wahrheit. Nichts. Gar nichts. Nochmal ein bisschen nachgedacht. Es ist schwierig. Ich habe keine Ahnung, was man mir vorwerfen will. Echt nicht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich sehe euch alle gesund wieder, ohne Angst und Panik. Und wir führen auch in Zukunft wieder nette Gespräche. Corona gehört nicht zu unserem Job.